Habt ihr euch schon mal gefragt, was Kickstarter eigentlich ist, wie ihr dabei ein Projekt unterstützen könnt und was am Ende für euch vielleicht dabei rausspringen kann? Wenn ihr eine dieser Fragen beantwortet sehen wollt, dann würde ich sagen, kommt mal mit! Erstmal zur Grundfrage, was Kickstarter eigentlich ist. Kickstarter kann man als eine Art, ja, es ist eine Website beschreiben, auf der Privatpersonen die Möglichkeit haben, ihre Projekte vorzustellen, um diese zu finanzieren. Das können nicht nur Videospiele sein, sondern beispielsweise auch Bücher, Filme, Spielzeuge oder alles Mögliche, was sich so die Privatperson ausdenken kann. Die Projektleiter stellen dann ihr Spiel in Form von Texten, Videos und Bildern vor, um es eben euch da draußen und mir natürlich auch schmackhaft zu machen. Wenn uns das Projekt interessiert und gefesselt hat, haben wir die Möglichkeit, das Projekt finanziell zu unterstützen. Das Geld wird aber erst dann abgebucht und der Betreiber bekommt das Geld auch wirklich erst für sich, für seinen Zweck, wenn das vorher festgelegte Ziel fest erreicht worden ist. Wenn zum Beispiel jemand ein Videospiel erstellt und sagt, er hätte gerne 200.000 Dollar dafür, wird das Geld auch erst bei dem Wert von 200.000 Dollar auf sein Konto wandern. Kickstarter ist aber nicht die einzige Plattform, die Crowdfunding anbietet. Jedoch hat sich Kickstarter als das Mekka der Videospielprojekte herauskristallisiert, vor allem durch den Erfolg von Broken Age, welches 2012 erfolgreich finanziert wurde und vor wenigen Wochen offiziell released wurde. Falls euch interessiert, wo Kickstarter seinen Sitz hatte, dieser ist in New York. Das Unternehmen wurde auch ebenso in US-Amerika gegründet und hat momentan ca. 70 Mitarbeiter. Ihr werdet dabei des Öfteren auf das Wort Bäcker stoßen. Nein, nicht das deutsche Bäcker mit Ä, sondern das englische Wort, was sich vom Verb to back someone ableitet, was heißt jemanden unterstützen. Als Bäcker seid ihr also jemand, der ein Projekt auf Kickstarter finanziell unterstützt hat. Falls ihr der englischen Sprache nicht unbedingt mächtig seid, muss ich euch leider enttäuschen. Kickstarter gibt es nicht in einer deutschen Version. Das Ganze ist komplett in Englisch gehalten, sowie die Projektbeschreibungen auch fast nur auf Englisch sind. Da sich das Ganze im deutschen Bereich noch nicht so wirklich durchgesetzt hat, wollen sie einfach den internationalen Markt ergreifen. Also, wenn ihr ein Projekt unterstützen wollt, solltet ihr definitiv Englisch können. Falls ihr jetzt ein Projekt gefunden habt, was ihr gerne unterstützen möchtet, geht das leider nur mit Kreditkarte. Bei allen Projekten, die in den USA gestartet sind, könnt ihr dabei das Amazon Payment System nutzen und so über eure Kreditkarte zahlen. Für alle anderen Projekte aus England, Australien etc. pipapo, müsst ihr einfach nur direkt die Kreditkarte verwenden. Den Betrag müsst ihr dabei eigentlich meistens in US-Dollar bezahlen, ganz selten gibt es britische Pfund oder auch kanadische Dollar. Also solltet ihr im Vorfeld eventuell einen Finanzwährungsumrechner nutzen, damit ihr auch wirklich wisst, wie viel ihr da gerade spendet. Wenn ihr auf Bäcker stoßt, werdet ihr auch ebenso auf das Wort Pledge stoßen. Pledge ist dabei genau die Summe, die ihr bereit wart, für das Spiel zu zahlen. Schaut da besonders mal bei den Videospielen drauf, was ihr schon in dem Niedrigsektorbereich von 5 bis 20 Dollar bekommt. Meistens ist da eh schon das fertige Spiel mit drin und noch ganz nette Extras. Das Ganze können sie dann auch auf die Spitze treiben, sodass sie in den einzelnen Spielen beim Spendenbeitrag von beispielsweise 2000 Euro in den Credits steht, ihr bekommt eigene Figuren, die nach euch benannt werden, euch werden Statuen gebaut, ganz verrückte Sachen, nur weil ihr das Projekt unterstützt. Wenn ihr das eigentliche Ziel erreicht habt, habt ihr auch noch die Möglichkeit, die sogenannten Stretch Goals zu erreichen. Bei den Stretch Goals könnt ihr weitere Sachen wie zusätzliche Inhalte, wie Missionen, Charaktere oder Soundtracks freischalten. Das unterscheidet sich aber auch von Spiel zu Spiel, was der Entwickler euch da gerne als Extras noch im Nachhinein anbieten möchte. Aber keine Angst, falls das Spiel das gewünschte Ziel nicht erreicht von beispielsweise 100.000 Dollar, ihr aber bereits gespendet habt, wird euch das Geld nicht abgebucht, sondern nur, wenn das Projekt erfolgreich finanziert wurde. Sobald ihr einmal eure Kreditkarteninformationen eingegeben habt und den Betrag, den ihr spenden wollt, wird das dann ganz automatisch mit dem Ende der erfolgreichen Auktion von eurem Konto dann abgebucht. Falls ihr fälschlicherweise einen falschen Betrag gespendet habt oder eure Spende komplett zurückziehen wollt, habt ihr da auch in der ganz normalen Finanzierungsphase die Möglichkeit dazu. Erst nach Ende der Finanzierungsfrist und dem Erreichen des Ziels müsst ihr dann wirklich spenden, da habt ihr dann keinen Ausweg mehr. Falls ihr jetzt sagt, hey, das Spiel ist finanziert fertig, ich kann jetzt endlich loslegen, muss ich euch leider enttäuschen. Oftmals dauert es dann noch 1 bis 2 Jahre, bis es eine fertige Version zum Spielen gibt. Schließlich finanziert ihr ja die Entwicklung und das Projekt an sich und noch nicht das fertige Produkt, um es in den Händen zu halten. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich will jetzt eine Garantie haben, wenn das Spiel am Ende nicht rauskommt oder mir nicht gefällt, muss ich euch auch enttäuschen. Kickstarter und alle anderen Crowdfunding-Plattformen basieren auf Vertrauen. Wenn das Spiel also am Ende euren Erwartungen nicht entspricht, müsst ihr leider den sauren Apfel beißen und könnt euch halt nur beim Entwickler beschweren und nicht bei Kickstarter. Vom gespendeten Betrag gehen 5% direkt an Kickstarter, weitere 3-5% an die Zahlungsinstitute und der Rest wird komplett dem Projekt gutgeschrieben.
Anonym seid ihr dabei aber nicht komplett. Andere Leute können anschauen, welche Projekte ihr unterstützt habt, allerdings nicht den Betrag, mit welchem ihr das Projekt unterstützt habt. Das könnt lediglich ihr und der Projektinhaber sehen. Normalerweise laufen die Aktionen so circa 30 Tage. Ich würde euch aber an der Stelle raten, wenn euch ein Projekt wirklich gefällt, spendet so früh wie möglich, weil dann wird das Projekt auch populär und kann auch finanziert werden. Wenn ihr da ewig wartet, wie andere auch, wird es am Ende nicht erreicht und ihr habt das Spiel nie in den Händen. Zum Ende würde ich euch noch ganz gerne eine Seite empfehlen, die nennt sich kicktrack.com, die ich auch unten in der Beschreibung verlinke. Dort habt ihr die Möglichkeit, direkt nach Spielen zu filtern, was auf der direkten Website von Kickstarter nicht so ganz leicht ist. Interessiert euch, ob ihr das Projekt eventuell gar nicht unterstützen braucht, was eh keine Chancen hat? Solche Fragen zum Beispiel werdet ihr auf dieser Seite beantworten können. Falls ihr jetzt an dieser Stelle noch weitere Fragen haben solltet zu Kickstarter, lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich versuche so viel wie möglich davon zu beantworten. Und falls ihr coole Kickstarter-Projekte habt, die ihr schon unterstützt habt, könnt ihr die auch mal in die Kommentare posten. Vielleicht findet dann der eine oder andere noch ein Programm oder ein Spiel, was er richtig gut findet.